So, einen wunderschönen guten Abend. Wir haben 18 Uhr, Dienstag, 16. Mai. Es ist ein bisschen früher als sonst. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich musste zweimal auf die Uhr gucken und mich noch schnell beeilen, weil sonst sind wir immer eine Stunde später. Ja, wir haben natürlich aufgrund der Uhrzeit 18 Uhr, haben wir natürlich auch den Vorteil, dass wir vielleicht noch ein paar Infos von jetzt vom Markt also mitnehmen können. DAX hat sich ja noch ganz gut gehalten. 15.933 sind wir da gerade. Restliche Märkte, zum Beispiel Gold, dann doch deutlich im Minus und zum Beispiel auch ein paar US-Indikationen sind wir im Bereich 0,6 beim Dow Jones zum Beispiel, je nachdem, wer angezeigt wird als Referenz. Also es sieht momentan ein bisschen so aus, als könnte der Markt vielleicht doch noch ein bisschen die nächsten Tage kippen. Warum das alles so ist, warum wir das mit in die Analysen mit reinnehmen, dazu gleich mehr. Als nächstes erstmal aktuelle Analysen und Setups für den Devisen- und Rohstoffhandel soll es ja heute heißen. Es ist nicht verboten, dann natürlich auch den Indexbereich mal immer reinzubringen und den Markt als solchen, weil alles miteinander natürlich verknüpft ist. Gucken wir uns ein paar Setups an, je nachdem, wie die Internetverbindung und auch hier die Verbindung es mitmacht. Und wenn Sie da irgendwie die eine oder andere Frage haben, dann können Sie die natürlich in den Bereich eintippen und natürlich auch nochmal darauf hingewiesen, wenn ich nicht sofort darauf antworte, heißt das nicht, dass ich sie einfach überlese, sondern eine ganze Weile dann erstmal warte und sammle und dann auf jeden Fall auch noch darauf eingehe. So erstmal die Vorgehensweise. Ja, gucken wir erstmal aufs Intro. Es soll ein bisschen an diesem Bereich des COT-Berichts auch ein bisschen sich aufhangeln. Natürlich nicht nur pur. Ich habe das ein bisschen noch mit reingebracht, einfach aus dem Grund, damit wir nicht nur auf den Chart dann gucken und auch ein bisschen schauen, was die Big Boys so machen, sprich die großen Commodity Traders, Trading Agencies und so weiter, was die alle so handeln, welche Richtung vielleicht das eine oder andere dann interessant sein könnte. Das aus dem Grund. Bevor wir anfangen, damit Sie wissen, mit wem Sie da sprechen, beziehungsweise mit wem Sie hier das Vergnügen haben, Liquid Chess Gewinnahme, parallel zum Tradertum auch im Bereich des Unternehmertums tätig, also ich habe auch ein bisschen noch was mit Immobilien und anderem zu tun. Also das nur zur Erläuterung. Und seit vielen, vielen Jahren auch schon im Bereich von Active Trades, Trading Coach tätig. Viele Messen, viele Seminare, Webinare gemacht. Und natürlich hat sie die Einladung, da einfach mal bei Google FX Dirk einzugeben. Da findet man den YouTube-Channel oder auch den Twitter-Channel und auch die Website vielleicht, wer da vielleicht ein bisschen was Näheres wissen will. Risikowarnung vorweg, auch wichtig, dass wir das immer wieder erwähnen. Wir betreiben hier keine Anlageberatung. Es handelt sich hier letzten Endes um ein Setup bzw. um die jeweiligen Gedanken, die ich hier reinbringen möchte zum aktuellen Marktgeschehen. Es geht auch unbedingt darum, dass man sich das nochmal wirklich zu Gemüte führt, dass der Handel und auch die Spekulation mit Aktien, mit Devisen, mit CFDs, Futures, welche auch immer gearteten derivativen Finanzinstrumenten und auch Anlagevehikeln auf Margin, dass sie mit einem sehr hohen Risiko verbunden sind. Das ist nicht für jeden geeignet. Und bevor man sowas nutzt, sollte man sich das auf jeden Fall sehr, sehr stark alles durchlesen, damit man es auch versteht und vor allen Dingen auch weiß, dass diese obligatorische Salontür eben zu beiden Seiten schwingt. Es gibt beträchtliche Gewinnchancen, leider aber auch stehen dem beträchtliche Verlustrisiken gegenüber. Das sollte man wissen. Man soll vor allen Dingen auch nicht mit dem Kapital handeln, dessen Verlust man sich nicht leisten kann. Und es empfiehlt sich vielleicht auch die Konsultation eines unabhängigen Bankberaters oder auch eines Steuerberaters. Das nur dazu. Wichtig auch hier, die Anleitung auch nochmal Risikohinweis seitens Active Trades, dass die ESMA einem ja natürlich darauf auch Brief, dass man das vorzulegen hat, aufzulegen hat, hier bei jedem Webinar, bei jeder Präsentation, bei jedem Seminar, Vortrag. Und das tun wir hiermit und möchten natürlich auch darauf hinweisen, dass Active Trades nicht erst gestern irgendwie angefangen hat mit dem Brokergeschäft, sondern seit vielen, vielen Jahren, um genau zu sein, seit 2001, also schon weit als 20 Jahre, mehr als 20 Jahre in diesem Geschäft tätig ist. Sprich kein Neuling, alter Hase in diesem Geschäft und ursprünglich ja also der Konzernsitz in London. Und Active Trades Europe hier, also die zuständige im Bereich, ist in Luxemburg registriert und dort auch von der CSSF, also die Kommission, die Surveillance du Secteur Financier kontrolliert. Das ist quasi vergleichbar mit der deutschen BaFin.
So, genug zu der Einleitung. Ich habe das hier nochmal als Startfolie trotzdem mit reingebracht. Es geht einfach nur darum, dass man nochmal versteht, was wir hier uns noch zusätzlich anschauen möchten, was überhaupt COT-Report ist. Und dann gucken wir eigentlich auch nur auf die Legacy-Reports. Die ganzen anderen Punkte wollen wir lieber mit der Chart-Analyse noch verbringen. Geht halt hauptsächlich nur darum, dass man versteht, was wir hier überhaupt machen, dass wir nur sehen, was machen wir, woher nehmen wir diese ganzen Infos, nicht erst irgendwo aus dem Internet-Äther rausziehen, sondern letzten Endes tatsächlich von meldepflichtigen, ja, quasi Dokumenten, also sprich von einer Aufsicht, von einer sogenannten Terminmarktaufsicht in den USA. Und das ist die CFTC, also die Commodities Futures Trading Commission. Und die sammelt diese ganzen Daten und publiziert sie einmal die Woche. Ja, also diese ganzen geschichtlichen Sachen, Geplänkel, das lassen wir jetzt mal weg. Und die ganzen Erläuterungen historischer Art und schauen uns genau mal an, was es überhaupt bedeutet und warum das überhaupt alles publiziert wird und warum das dann auch so interessant ist. Weil man muss ja nicht als privater Trader unbedingt komplett in die falsche Richtung marschieren, wenn andere gerade tatsächlich Megapositionen auf eine fallende oder beispielsweise auf eine steigende, auf irgendeinen Kontrakt dann beispielsweise anlegen, beziehungsweise da spekulieren oder auch die jeweiligen Produzenten sich gegenteilig dann hedgen. Also da guckt man sich genau diese Positionierung dann eben an. Dann kurzer Hinweis, wo finde ich das? Das finden Sie jeden Freitag um 21:30 Uhr, da wird es publiziert. Und dort kann man dann auch die ein oder anderen Infos sich abgreifen von den jeweiligen Terminbörsen, die jeweiligen Kontrakte, die einem interessieren. Viele Fragezeichen. Ist eigentlich ziemlich einfach. Sie gehen einfach ins Internet, bedienen sich Google und geben CFTC einfach ein oder geben einfach in CFTC.gov ein. Und dort finden Sie dann die Startseite und finden dementsprechend gleich auf der Startseite auch hier im Bereich Commitment of Traders Report, also dieses sogenannte COT-Bericht. Den nehmen wir uns einfach zur Hand und gucken uns dann halt die Dinge an, die uns interessieren, sei das aus dem Bereich Energie, sei das Industriemetalle, sei das Agrarrohstoffe, Indizes, Anleihen oder Währungen. Wir wollen uns hier ein paar Rohstoffe bzw. auch Währungen dann angucken, wie es sich damit verhält und wo wir da vielleicht was ableiten können, in welche Richtung der Markt vielleicht auch da marschieren kann und warum er das vielleicht auch tut. Der Legacy Report ist dieser Standardbericht und den finden wir dann in diesen Übersichten, wenn wir auf den Commitment of Traders Report gucken. Und der wird dann untergliedert je nach Terminmarktbörse, das heißt, also je nach Terminbörse. Das heißt, Sie müssen also wissen, welchen Wert Sie sich anschauen möchten und Sie müssen dementsprechend wissen, wo der gehandelt wird, voluminös, hochvoluminös. Ja, wenn Sie beispielsweise den US-Dollar-Index angucken wollen, dann müssen Sie auf die ICE Futures US. Wenn Sie diverse andere Dinge anschauen wollen, wie beispielsweise Gold, müssen Sie auf die Commodity Exchange Incorporated hier gehen und dann beispielsweise auf Longformat klicken. Das heißt also, das sind die einzelnen Wege, wie man das beschreiten kann. Dieser Legacy Report, der bietet letzten Endes für uns nur zur Erläuterung eine Zeitreihe ein, die längste Zeitreihe historisch, weil es den gibt es schon länger. Und die ist untergliedert in sogenannte kommerzielle Akteure, in nicht kommerzielle Akteure und auch in die Spekulation zur Gewinnerzielung. Also die kleinen Akteure, die sind die Non-Reporters, das wären dann wir. Und man bezeichnet das so ein bisschen fies eigentlich so als Smart Money, was die Commercials da machen, also die Produzenten. Die betreiben das Hedging. Die nicht kommerziellen sind meistens die Banken, die Hedgefonds und so weiter. Die sind rein spekulativ tätig. Und die Non-Reporters sind die kleinen Akteure. Das wird als Dump Money, als dummes Geld bezeichnet. Also da sind wir leider einzusortieren als Private. Das überspringe ich jetzt erst einmal und möchte da auch noch explizit andere Dinge jetzt mit reinbringen und auch die Idee mit reinbringen, was da vielleicht noch hier in den nächsten Tagen dann auch passieren könnte. Also das zumindest als These in den Raum stellen. Und dann schauen wir mal, wie weit wir das hier rüberziehen können. Ich hoffe, das funktioniert soweit. Müsste man jetzt eben dementsprechend sehen. Ich mache das dann doch einfach so. Dann brauche ich nicht jedes Mal aus dieser Präsentation raus und wieder rein. Und dann schiebe ich einfach die Sachen hier so drüber. Und da können Sie das ja letzten Endes dann auch soweit ganz gut sehen. Hierbei handelt es sich um einen der wichtigsten ja, Indikatoren für den Devisenmarkt als solchen. Und zwar um den US-Dollar-Index. Dieser US-Dollar-Index wird an der Terminbörse ICE Futures US gehandelt. Das steht dann auch für wirklich ganz nicht gut Lesende gleich eigentlich darüber, ja, wo es gehandelt wird. Und dann sind die jeweiligen Untergliederungen hier auch eindeutig zu sehen. Non-Commercial sind also die Banken, die Hedgefonds und die spekulativen Natur sind. Die Commercials wären dann die jeweiligen
Hedger. Und dann hatten wir den Totalen. Das heißt, das ziehen wir dann zusammen aus diesen Positionen. Und die Non-Reportables wären dann die kleineren Spekulanten, wo wir uns beispielsweise dann auch einsortieren müssten. Die letzten größeren Positionen dann alles zusammengerechnet, ergibt dann den Open Interest auf der Long-Seite und auf der Short-Seite. Das nur dazu. Und da sehen wir beispielsweise bei den Spekulanten eine ganz interessante Geschichte, dass hier der Überhang im Vergleich zu Short auf der Long-Seite dann doch sehr, sehr hoch wieder mittlerweile ist. Wir sind hier bei 21.656 Kontrakten auf der Long-Seite und lediglich bei 10.500 auf der Short-Seite. Das soll jetzt nicht sofort jemanden darauf springen lassen, dass er jetzt möglichst vielleicht dann noch weiter Long weiter reitet, sondern vielleicht eher darüber nachdenken lassen, dass er sich wieder in die gegenteilige Richtung bewegt. Das ist eine Frage. Was allerdings zusätzlich dann noch reinspielen sollte, das heißt also, wir analysieren diese Fakten, wo sind die Großen positioniert. Sowas kann natürlich auch bis zur nächsten Woche drehen. Das ist ja kein Timing-Tool. Und dann gucken wir uns das explizit an, was das bedeuten kann in einem Marktkontext. Und zwar in einem Marktkontext mit allem drumherum. So, und das möchte ich auch ein bisschen länger ausholen, warum das so ist. Und dafür gehen wir tatsächlich auf die Seite von Active Trades und auf den letzten Wochenartikel, den ich hier am Montag geschrieben habe. Da geht es einfach nur um diese Saisonalität. Und da möchte ich doch mal nochmal darauf hinweisen, erstens nicht darauf hinweisen, dass Sie das auf jeden Fall auf der ActiveFeed-Seite lesen sollen, sondern einfach auf diese Thematik hinweisen, weil diese Thematik bezieht sich natürlich nicht nur auf den DAX, sondern wenn man diesen Artikel dann weiter durchliest, genauso gut auch auf den S&P 500 und dementsprechend auf den Gesamtmarkt. Ja, also man muss sich das vergegenwärtigen, dass rein saisonal, also historisch zurückgerechnet auf die letzten Jahrzehnte, der Mai meistens so eine Art Zeitfenster eröffnet hat, wo der Markt schwächelt und in eine schwächere Performancezeit übergeht. Bedeutet also, dass nicht nur beim DAX, sondern auch bei S&P 500 und anderen Indizes dort auf jeden Fall schon mal langsam darüber nachzudenken wäre, ob man sich nicht entweder aus dem Markt verabschiedet oder in die andere Marktrichtung, sprich auf der Short-Seite so langsam sich vielleicht ansammelt. Das soll nicht dazu hinreißen und verleiten, jetzt diese Shorts sofort zu eröffnen, sondern einfach darüber nachzudenken, inwieweit das sinnvoll ist. Vielleicht auch abzuwarten, wenn der Markt plötzlich noch einmal eine Aufwärtsbewegung zur Oberseite macht. Bezogen auf den DAX kann das jetzt ein Rücktest, also ein nochmaliger tatsächlicher Test dieses alten Rekordhochs von 16,92 sein. Und danach war es das. Oder eben, dass der DAX sich danach die Zähne ausbeißt auf dem Weg zur 16,92, wie es momentan zumindest aussieht, und dass es erstmal damit erstmal war und es abwärts geht. Das Gleiche sehen wir auf der anderen Seite übrigens bei den etwas saisonal stärkeren Zeiten. Die wären dann später wieder in Richtung Oktober, November zu suchen. Die Amerikaner, die machen das mit diesem typischen Spruch auch ganz gerne. Habe das hier nochmal explizit auch nochmal geschrieben. From Mummy to Mummy and from Turkey to Tax bedeutet letzten Endes dann von diesem sogenannten Muttertag bis zu Halloween und von Erntedank bis Steuerstichtag. Das heißt also von Mummy to Mummy, von Muttertag bis zu Halloween ist es eher eine schwächere Periode, eine schwache performancemäßige Periode und von der sogenannten Erntedankfest, also Thanksgiving bis zum Tax Day, Steuerstichtag, in dem Fall 18. April war das schon, ist es eine eher stärkere Periode. Das können Sie auch statistisch bewiesen nachschauen. Da finden Sie die Statistiken, die in den letzten Jahrzehnten Ihnen sagen, dass von Mai in Richtung Juli, August und September es eher mau aussieht von den Performances und dann dementsprechend eher wieder Oktober, November startend in Richtung bis März, April die Performances durchweg besser sind. Ja, der beste Monat beim DAX ist der März. Und so hat der ein oder andere Index natürlich vielleicht noch ein paar andere Daten, aber das erst einmal zum Verständnis des Gesamtmarktes. Und was bedeutet das nun für auch Devisen? Was bedeutet das nun auch für Rohstoffkontrakte? Und vor allen Dingen, was bedeutet das für Dinge wie US-Dollar-Index, US-Dollar als solches und dann dementsprechend auch Gold? Das hat alles miteinander zu tun. Und aus dem Grund gehen wir auch in die, ja, in die sogenannte Handelsplattform, die webbasierte rein. Mal gucken, ob hier die Leitung hält. Das ist ja meistens so eine Schwierigkeit, wenn parallel zu viel auf ist. Irgendwie verträgt GoToWebinar das manchmal nicht, habe ich den Eindruck. Na, schauen wir mal.
So, und dann schauen wir explizit nämlich auf sowas wie Euro-Dollar, aber auch auf Gold und auch auf Dinge wie beispielsweise den US-Dollar-Index. Und da möchte ich ein bisschen mit Ihnen zusammen hier dementsprechend die Ableitung auch vorstellen. Warum ich mir vorstellen kann, dass es mit dem Goldkurs nicht unbedingt sofort immer nur aufwärts gehen muss, dass es mit dem US-Dollar, Euro-Dollar jetzt auch nicht unbedingt weiter in Richtung 1,10, 1,15 erstmal gehen muss, ausgerechnet in dieser Zeit, wo wir von ja, dieser Schuldenthematik in den USA, von dieser Nichtfähigkeit der US-Parteien miteinander sich zu einigen aktuell, da eigentlich in eine desolate Lage reinlaufen, sprich in einen sogenannten Default, in ein sogenanntes Szenario eines Default, eines einer Staatspleite, sodass die US-Schuldenagentur ihre Schulden, ihre Anleihen nicht mehr bedienen kann. Das wäre zum Beispiel aktuell noch die These, die ja jeder aufstellt. Rein historisch hat man ja in den letzten Jahrzehnten immer gesehen, dass die Jungs das ganz, ganz knapp noch irgendwie hinbekommen haben. Und sollten sie keine wirkliche Anhebung der Schuldendecke sofort jetzt noch durchexerzieren können, das muss man sich auch noch vorstellen, wenn man das weiß. Die rechtliche Komponente in den USA ist ja, dass das dann durch beide Kammern erstmal muss, sprich also durchs Repräsentantenhaus und dann durch den Senat. Wie Sie wissen, ist im Repräsentantenhaus eine republikanische Mehrheit aktuell. Herr McCarthy drückt ja auch wirklich da auf die Tube und sagt, wir finden überhaupt gar keine Lösung. Das, was Biden da so optimistisch sagt, stimmt alles nicht. Wir sind noch viel weiter entfernt als vorher. Und was Biden da sagt, wir sind optimistisch, eine Lösung schnell hinzubekommen, weil er auch am nächsten Tag nach Tokio zum G7-Treffen fliegen will. Das passt auch nicht. Also das heißt also, wir steuern da auf eine Problematik hin, dass das wahrscheinlich gar nicht mehr durch beide Kammern kommen kann. Und das riecht eigentlich eher danach, dass man auf den letzten Drücker noch so eine Brückenfinanzierung durchquetscht und dann, dann später dann diese Schuldendeckenregulierung vielleicht doch noch hinbekommt. Im Großen und Ganzen fragt man sich wirklich, warum bedeutet das für den Dollar, dass der Dollar stärker wird? Warum bedeutet das, dass Gold schwächer wird? Das ist eine logische Geschichte und da gehen wir wieder auf den Euro-Dollar zurück, gucken uns den Chart an und gucken uns gerade an, dass in den letzten Tagen, je näher wir dieser ganzen Schuldendebakel-Geschichte kommen, Euro-Dollar wieder absinkt, sprich der Dollar stärker wird. Er ist übrigens auch auf technische Marken, 61,8 der FIB jetzt auch noch aufgesetzt und bewegt sich noch in Richtung der Tages-EMA 200, EMA 100, zumindest noch zur Südseite hätte er noch Raum, um diesen Bereich noch zu testen. Wenn der Euro-Dollar sinkt, sprich wenn der US-Dollar-Index steigt, dann fällt Gold. Dann fallen viele Rohstoffe, auch Silber. Und dann sieht man noch parallel, also deswegen möchte ich das auch explizit so darstellen, dass alle Dinge miteinander zusammenhängen, dass dann auch noch zusätzlich ist, gerade auch noch reinpasst, dass Gold dieses Hoch hier gemacht hat. Ja? Am 4. Mai hat Gold ein Hoch von 2078,54 gemacht und damit ein neues Rekordhoch ausgebombt. Und zwar die alten ganz schnell Intraday rausgezogen. Und zwar, wenn wir das mal ein bisschen quetschen, dann finden wir hier das alte Zwischenhoch vom 8. März bei 2070. Wenn wir es nochmal weiter quetschen, ne, müssen wir bis 2020 zurückgehen. Da sind wir im August. Und dann finden wir hier das alte Zwischenhoch von 2075. Das heißt also, aktuell haben wir hier echt ein richtig schönes Triple-Top. Auch das noch charttechnisch. Sieht auch noch richtig toll aus aktuell. Sieht momentan eigentlich so ein bisschen aus, als würde Gold jetzt erstmal einen Rücksetzer machen in die Richtung dieses Schuldendebakels, weil der Dollar dann ausgerechnet dort stärker wird. Nun die These. Warum passiert das alles? Auch wenn der Markt zwischenzeitlich immer noch mal sich nach oben hangeln kann, ein Ereignis haben wir, wir haben einen kleinen Verfallstag am Freitag. Ein weiteres Ereignis, dieses Schuldendebakel sowieso. Das bedeutet also, dass wir in diese Richtung marschieren, dass der US-Dollar deshalb stärker wird, weil vielleicht der Aktienmarkt jetzt eine Position in Richtung Süden einnimmt, also eine Richtung einnimmt. Man könnte es fast mit einer sogenannten Erpressungsversuch oder Nötigungsversuch des Marktes sehen, der Marktkräfte sehen, die US-Politik endlich dazu zu forcieren, eine Lösung herbeizuführen. Das haben wir nicht zum ersten Mal erlebt. Das erleben wir öfters, dass es am Markt Marktkräfte dann scheinbar zu geben scheint, die hier dann den Markt drücken, beziehungsweise das dann auch zu, aufgrund der Nervosität zu einem Abverkauf kommt. Und durch diesen stärkeren Abverkauf werden manche Leute in Washington nervös
und schon ist eine Lösung da. Man kann sich vorstellen, das ist natürlich nicht die feine, saubere Art, wie man Politik zu machen hat, ist aber schon ein paar Mal so passiert. So, bevor ich jetzt hier mich in Rage rede, muss ich nochmal gucken, ob wir hier zwischenzeitlich noch Fragen haben. Okay, prima. Dann würden wir hier weiter fortschreiten und würden das Ganze auch noch abgleichen, nachdem wir das hier charttechnisch und auch ein bisschen fundamental erläutert haben, indem wir da jetzt mal drauf gucken, was Gold denn aktuell da von dem COT-Bericht zu bieten hat. Auch das gucken wir uns natürlich dann raus. Ich suche es gerade für Sie raus parallel. Da wird für mich zwei verschiedene aufmachen. So, das wäre dann das rübergezogene Bereich hier, COT-Bericht Gold. Mache ich da ein bisschen mal größer, damit man es besser sehen kann. Da sieht man ja jetzt beispielsweise auch nochmal zur Erklärung, das ist der Legacy Report. Den findet man so, wie ich es vorhin sagte, über die Seite cftc.gov, über die Commitment of Traders, also sprich über den COT-Bericht und dann über Legacy und dann muss man auf Commodity Exchange klicken. Ja, sieht man hier oben Commodity Exchange und dort sieht man dann bei den Non-Commercials und Commercials nochmals, wie überall selbst auch bei jedem anderen Rohstoffkontrakt und bei jeder anderen Kontraktvariante sieht man, dass man da Long, Short, Commercials dementsprechend ein Missverhältnis hat. Und zwar ein ziemlich arges Missverhältnis. Die Spekulanten sind mittlerweile auf der Long-Seite mit 266.472 Kontrakten Long und mit 70.658 Kontrakten nur Short. Damit Sie zum Verständnis mal kapieren, was da überhaupt läuft, wo ist mein Taschenrechner jetzt hin? Da ist er. Muss man sich das mal so vorstellen, dass wir hier 266.472 Kontrakte auf der Long-Seite haben, minus der 70.000 Kontrakte, 70.658 Kontrakte auf der Short-Seite. Und dann kommen wir hier in dem Bereich allein auf die 195.814 Kontrakte. Wie Sie sehen, besteht ein Kontrakt aus 100 Unzen. Also nehmen wir das hier mal 100. Da sind wir bei 19.581.400. Wie ist der Goldpreis eben gerade gewesen? Wir rechnen es einfach mal mit 2000. Also 2000 pro Unze. Und da sind wir hier bei 39.162.800.000. Das ist allein nur dieser Bereich, der Non-Commercials, also der spekulative Bereich, der hier zu sehen ist bei den Großspekulanten. Wir reden noch gar nicht von allen anderen Spekulanten außerhalb der US-Erfassung. Ja, da spielt die Musik in den USA volumenmäßig. Aber wir haben ja natürlich auch noch China, wir haben auch noch Singapur, wir haben auch noch London. Das heißt also, da kommt noch einiges an Volumen zusammen. Und falls Sie das interessiert, pro Tag bei Gold allein haben wir ein Daily Turnover von 130, 135 Milliarden. So kommen solche Sachen zustande. Und damit man nun mal weiß, mit welchen Hausnummern dort gehandelt wird. So, und deswegen haben diese Daten eine unheimliche Aussagekraft, denn wenn die hier zu übertrieben dauernd auf der Long-Seite schon unterwegs sind und die Spekulanten tendieren im Rohstoffbereich dazu, das Pferd zu lange noch in die Richtung zu reiten, also den Gaul zu überreiten, wo er schon eigentlich fast dreht. Das machen die Commercials ein wenig anders. Und das Missverhältnis ist aktuell auch schon deutlich zu sehen zwischen beiden Gruppen. 353.500 Kontrakte auf der Short-Seite bei der Commercials. So, und das Ganze schauen wir uns natürlich jetzt auch nochmal an. Das kann man auch grafisch sich aufbereiten lassen. Diese grafische Aufbereitung kann dann wenigstens ein bisschen visualisierend dazu beitragen, dass man das vielleicht ein bisschen nochmal sich anschauen kann, weil man parallel den Kurs sieht, parallel dazu alle Werte sieht. Das ist zum Beispiel hier der Commitment of Traders Report, das Tool von Stock3, also ehemals Guidance. Können Sie sich registrieren und können dort das genauso auch nutzen. Die obere Bereiche hier sehen Sie den Goldpreis, in dem Fall beim Screenshot, den ich machte, bei 2008 noch. Und dann werden die jeweiligen beiden Berichte von dem Commitment of Traders Report hier eingearbeitet. Das hier ist der Legacy Report, wo nur die drei Gruppen zu sehen sind, sprich die großen Spekulanten, dann die kleinen Spekulanten und die kommerziellen, also die Produzenten.
Und dann unten drunter wird auch noch der sogenannte Disaggregated Report, so nennt sich diese weitere Berichtsform, auch noch mit eingearbeitet. Das bedeutet nichts anderes, dass da nochmal eine weitere Abteilung mit reinrückt. Wir haben hier die Produzenten, wir haben hier die Swap Dealers, also die Spekulanten und nochmal Managed Money zusätzlich, also Asset und Hedge Funds und so weiter und die Other Reportables. Also das sind Dinge, die dann mit reinkommen. Und da wird es auch nochmal interessant, dass man da nochmal sieht, wie sich das Ganze jetzt hier schon verhält. Wir sind hier beispielsweise auch schon sehr stark auseinanderlaufend, sehr, sehr stark auseinanderlaufend. Man könnte schon meinen, man sieht hier ein Bollinger Band bzw. Bollinger Bänder, wenn Sie diesen Indikator bzw. dieses Tool kennen, wo sich das immer weiter auseinander reißt und dann plötzlich eine Reaktion eben zustande kommt. Und da könnte man eben damit dementsprechend auch nochmal davon ausgehen, dass wir jetzt hier nach dem ja doch immerhin schon gesehenen neuen Rekordhoch hier erstmal eine Abwärtsbewegung haben. Beim RSI sieht es auch nicht so freundlich aus, zumindest ja, quasi die mögliche Näherung zum Beispiel in Richtung zum Beispiel dieser beiden EMAs wäre möglich und ein Aufsetzer nochmal auf das 618er Retracement. Das ist die größte Korrektur, die wir hier in der letzten Zeit hatten. Immerhin von über, ja, doch fast 160, muss man genau hingucken, 150, $160 fast. Und darin angelegt kommt diese Fibonacci-Analyse zustande und dementsprechend hier oben auch die Projektionen, die erreicht wurden. Parallel dazu gleichzeitig auch die Rekordhochs der alten Historie. Gut, das zum Thema Gold. An dieser Stelle muss man schon dazu sagen, dass auch das Potenzial bei Gold, so traurig das vielleicht klingen mag, auf längere Sicht vielleicht gar nicht so besonders tolle ist. Wenn man sich anschaut, auch was Institutionen, also sprich auch Investmentbanken und auch andere Großinstitutionen da prognostizieren, dann geht man hier zwischen 2,1 und 2,2 bis zum Ende des Jahres aus. Also prozentual bedeutet das ja nicht ganz, ganz extreme Zugewinne bei Gold. Und wenn alle zur Nordseite schreien, passiert es schon mal oft, dass man gerade eine Gegenbewegung sieht. So. Jetzt haben wir das thematisiert. Dann kommen wir noch auf einen weiteren Punkt. Wo ist er? Wir haben vorhin vom Silber gesprochen. Das habe ich doch eigentlich auch hier drin. Da unten ist es. Und da sehen wir die typische Bewegung, wenn große Bruder Gold und auch Dollar ein bisschen zugelegt hat in den letzten Tagen. Sehen wir auch beim Rohstoff, beim Edelmetallsektor keine anderen Bewegungen. Es geht weiter abwärts. Es geht südwärts, dementsprechend hier auch Aufsetzer. Wir haben hier eine Analyse mal gemacht. Auch das wurde mal bei den jeweiligen täglichen Analysen bei Active Trades eingestellt von mir. Ich arbeite da immer mit diesen sogenannten Boxen und die können wir hier zur Ober- und zur Unterseite uns näher anschauen. Das heißt also, wir analysieren nichts anderes als eine große Bewegung und ja, bilden mit dem Fibonacci-Retracements mögliche Kursziele zur Oberseite und zur Unterseite. Übrigens muss man das tun. Man muss zur Ober- und zur Unterseite das darstellen. Alles andere wäre verboten. Wir dürfen keine Anlageberatung machen und dürfen auch nicht sagen mit der Analyse, beispielsweise ich würde jetzt die Box löschen und sagen, es geht nur aufwärts. Ist nicht möglich. Kann man nicht machen. Das muss man verstehen. Es gibt Regularien, da hat sich jeder dran zu halten. Also Silber abwärts im gleichen wie Gold. Und beispielsweise, wenn wir jetzt eine Rückläufer bei Euro-Dollar nochmal parallel dazu schauen. Auch das nochmal hier darauf hingewiesen, der Euro-Dollar ist hier in diesem Bereich mit dem Kursdeckel 1,10, 1,11 hier oben ausgesorgt, sei schon in die Richtung schon gelaufen, hat diesen Bereich mitgenommen und ist jetzt hier in dem Bereich der 1,835 tatsächlich auch wieder zurückgelaufen. Das ist 1,0618er Fibonacci Retracement. Diese Aufsetzer, die hier in die Richtung nochmal Potenzial bis 1,8 und Runterzugs bis hier zur EMA 1,680er bieten, bedeutet nicht, wenn ich irgendwie darüber spreche, dass wir in die Nähe der EMA 100, in die Nähe der EMA 200 laufen. Wir alle wissen, das sind Durchschnitte. EMAs sind exponentiell gleitende Durchschnitte. Das sind keine Widerstände und keine Unterstützungen, weil die bewegen sich ja jeden Tag immer weiter. Die sind ja quasi nicht starr, die sind nicht zementiert. Es geht mir hauptsächlich darum, immer wieder darauf hinzuweisen, dass diese EMAs als zusätzliches Tool zum RSI in Addition zu sehen sind. Das heißt also, wenn beispielsweise eine EMA 200 oder eine EMA 100, gehen wir mal von der 200er aus, relativ weit von dem aktuellen Kursgeschehen schon weg ist,
man müsste es umgekehrt formulieren, das Kursgeschehen ist schon ziemlich weit von der EMA weg entfernt. Sprich, also man könnte das messen, wie weit, wie viele hunderte Pips ist der aktuelle Kurs von dem jeweiligen EMA entfernt. Dann bedeutet das in Kombination mit beispielsweise einem RSI, dass man sich zumindest nicht mehr stark auf der Long-Seite aus dem Fenster lehnen sollte. Ja, sprich, wir sehen hier etwas in die Richtung, sehr, sehr hoch schon gehend. Genauso hier ist es noch prädestiniert. Super ist es hier. Ja, wir sehen den RSI hier stark im überkauften Bereich, schon über 70. Und wir sehen hier auch schon eine Top-Bildung. Dieser Kurs ist hier sehr, sehr weit schon von der 100, von der 200er und auch von der 100er übrigens weit entfernt. Und es soll nur auch zusätzlich als Tool zu dienen, heranzuziehen sein, dass man hier auch schon über eine überverkaufte Situation bloß nicht mehr auf die Idee kommen, überkaufte Situation, bloß nicht mehr auf die Idee kommen soll, hier nochmal weiter long zu gehen. Ja, also es sind alles Sachen, die miteinander ein bisschen schon einen Vorteil haben und zusammenhängen. So, auch da nochmal kann man die, kurz auf die Fragen, kann man die kleinen Specs bei Gold als Kontraindikator nehmen? Dazu gucke ich mir das nochmal gerade. Wir haben ja den vielleicht noch drauf liegen. Das haben wir jetzt bei Gold. Wo haben wir Gold gehabt? Hier haben wir Gold. Die kleinen Spekulanten, also sprich die Non-Reportable Positions, sind natürlich die Dinge, die abgezogen werden, übrig bleiben. Ja? Das heißt also, abzüglich der Non-Commercials, Commercials und so weiter, der klägliche Rest wird da rein sortiert. Würde ich nicht als Kontraindikator heranziehen, auch wenn es heißt Dump Money und meistens falsch liegend. Sie können gerne eine Statistik aufstellen, ob das funktioniert. Ich habe es nicht gemacht. Ich halte mich eher an die Diskrepanz zwischen den Non-Commercials und den Commercials. Und bei den meisten Rohstoffkontrakten gucke ich meistens auf die Commercials, inwieweit die sich hedgen und stark hedgen gegen die jeweiligen steigenden oder die jeweiligen fallenden Kurse. Je nachdem, weil das meistens eine Trend- und Wendebewegung ist, weil die Commercials in den meisten Rohstoffen den Ton angeben. In manchen Rohstoffen 70-80% des Marktes quasi sind und dementsprechend den Markt auch sehr gut kennen, weil sie natürlich nichts anderes machen, als mit diesem jeweiligen Rohstoff etwas zu produzieren oder ihn zu fördern und so weiter. Also das nur zu der Erläuterung. Wäre aber interessant, wenn Sie es mal machen, gerne mal mir zusenden. Interessiert mich auch, inwieweit man das hier nochmal statistisch irgendwie herausarbeiten kann. So, das schließen wir jetzt erstmal, das Goldding hier. Das schließen wir auch. Und kommen nochmal zurück zur, Chart, zum Chartbereich. Und nun auch nochmal zu einer weiteren recht interessanten Rohstoffgeschichte. Und zwar, ne, habe ich nicht drin, muss ich erstmal eingeben. Und zwar ist das der Weizen. Na. Wheat. Wheat July. So. Das müssen wir uns im Chart dann nochmal genauer anschauen, warum man sich jetzt aktuell gerade Weizen anschaut. Es ist ein Politikum zusätzlich. Man könnte dann auch noch Mais vielleicht mit reinnehmen, weil es auch mit nach oben ziehen könnte. Ich mache es jetzt erstmal mit Weizen. Ich werde jetzt auch keine Fibo-Analysen hier einziehen und Linien ziehen, damit wir da nicht zu viel Zeit verlieren. Es geht einfach nur darum, das zu thematisieren, was aktuell vielleicht passieren könnte. Politikum deshalb, Sie alle kennen aufgrund der News diese Vereinbarung zwischen den Russland und Ukraine, also den Kriegsparteien und in Kooperation mit anderen, beispielsweise auch unter der Federführung der Türkei, wurde das ja lanciert, dieses sogenannte Getreideabkommen. Das läuft dann über Istanbul und über eine Kommission und so weiter. Und die prüfen das ja, die Ladung und so weiter und so fort. Das hat eigentlich ganz gut, zumindest größtenteils auch den Markt entspannt, funktioniert. Wenn man schaut, woher wir da kommen aus diesen Anfangskriegszeiten hier von März 22, wo ja der Weizenpreis wirklich regelrecht nach Norden schoss. Nun kann man sagen, Spekulation auf Lebensmittel oder beziehungsweise Nahrungsmittel sollte man unterlassen. Das kann man sehen, wie man möchte. Man kann genauso darüber sich unterhalten. Auch Spekulation auf Defense-Sektor, sprich also Rüstungsgüter und so weiter, sollte man unterlassen. Oder auch auf Rohstoffe und sonstige, wie beispielsweise auch Erdöl, sollte man auch unterlassen. Dann können wir bald einpacken und können gar nichts mehr handeln. Aus diesem Grund, es dient auch Hedging. Es dient also letzten Endes auch einer Preisbewegung und einer Preiskontrolle, dass man in beide Seiten spekulieren kann. Sie können ja auch auf fallende Getreidepreise spekulieren. Können Sie genauso.
Also, nur das dazu. Was könnte jetzt passieren aufgrund dieser momentanen Fragezeichen, die da im Bereich des einer Wiederauflage eines Getreideabkommens zwischen Russland und der Ukraine noch im Raum stehen, dass es da vielleicht nicht dazu kommt? Das würde bedeuten, dass beispielsweise der Weizenpreis wieder Richtung Norden sich entwickelt. Nur schnell rübergezogen, damit man sieht, wo sowas hinlaufen könnte, aufgrund des Rekordhochs hier, beziehungsweise des Hochs hier und dieses Tiefs nur mal zu messen, wo wir ungefähr landen könnten. Zur Oberseite wäre es vielleicht interessant, den ersten Schnitt hier im Bereich oberhalb dieser aktuellen EMAs hier zu sehen, dass wir in Richtung 786 fortfolgende kommen. Interessant wäre dann hier in dem Fall natürlich wie immer sehr oft 0,618er FIP. Also knapp unter den 900. Wir sprechen hier von 900 US-Cent. So wird das quotiert. Das zum Thema Weizen. Und dann haben wir noch eine spannende Geschichte. Und zwar ist das der sogenannte Orangensaftkontrakt, Frozen. Haben sie auch nicht. Wie heißt das? Orange Juice. Orange Juice heißt es, okay. Orange Juice Confirm. Und der sogenannte OJ ist hier in dem Bereich schon sehr, sehr gut gelaufen, aber könnte auch noch weiter aufwärts laufen. Und zwar aus dem Grund, den ich auch hier nochmal mit reingebracht habe, mit den sogenannten COT-Report-Geschichten. Und da bedeutet das letzten Endes hier, dass auch wir ein extremes Missverhältnis hier schon sehen. Sehr, sehr, sehr stark zum Beispiel auch sehen. Verzeihung, dass wir auf den Short spekulieren, so rum, Entschuldigung. Und zwar haben die kommerziellen hier schon sehr, sehr, sehr lang auch hier die Long-Seite schon bedient und sind bei 4.770 Kontrakten auf der Long-Seite und bei 1.726 auf der Short-Seite. Ja, ein Kontrakt besteht hier aus 15.000 Pfund. Und die Produzenten, also sprich die Plantagen von Orangen und so weiter, sind Short, also sichern sich gegen fallende Kurse ab. 4.886 Kontrakte. Jetzt schaut man sich an, was beispielsweise das beispielsweise auch noch bei dem Kurs gerade macht. Sieht man, wo man beispielsweise herkommt. Ja, wirklich mal langfristig betrachtet. Und dann schauen wir uns auf die letzten Bewegungen dieses Kurses an. Das gucken wir uns ganz in neuester Zeit jetzt hier an und finden aufgrund dieser Einstufung vom letzten Verlaufs, die vier, zum Beispiel auch Möglichkeiten erstmal zur Oberseite und zur Unterseite, beides dargestellt natürlich von mir gleich, die jeweiligen Kursziele zur Unterseite und zur Oberseite. Also Rückläufer natürlich erstmal das Gap Close und die Richtung hier Z 180 wäre zur Oberseite noch diese eine Variante, die wir darstellen müssen. Und zur Unterseite kann man ja schon sagen, dass man hier gut und gerne schon davon ausgehen könnte, dass es nochmal zu einer schwächeren Entwicklung kommt. Das würde auch passen, wenn der Dollar stärker werden würde und auch andere Rohstoffe mit nach unten zieht, würde er das hier auch tun. Dann könnten wir nochmal in Richtung des alten Verlaufstiefs hier in diese 226, 227 laufen und notfalls also dementsprechend auch hier tatsächlich in diesen Bereich dieser beiden EMAs und sprich hier runter noch in die Richtung laufen. Das zum Beispiel als Theorie, als herausgearbeitete These, die parallel auch mit anderen Dingen wie Währungen zusammenhängt. So, Sie merken, es gibt diverse Möglichkeiten, wo man Trades macht. Ich will auch nochmal hier zu dem Devisenbereich zurückkommen, zu einem meiner sogenannten Lieblinge, das ist der Euro-NOG. Auch hier nochmal explizit darauf hingewiesen, eine Langzeitanalyse. Woher kommt das Ganze? Was ist da passiert und wieso laufen wir hier hochwärts und warum könnte es jetzt eine Erholung der NOK, also sprich eine Short-Euro-NOK-Bewegung geben, sprich zur Südseite hier auf dem Chart. Erst einmal kurz zur Erläuterung, wir haben hier zu der Corona-Krise, Covid-2020 hier war hier dieser März 2020 mit dem Rekord 13,16 nach oben gepeitscht, also die norwegische Krone hat massiv verloren. Sie können sich alle sicherlich vorstellen, Norwegen ist einer der größten Produzenten von Öl und Gas. Und wenn der Ölpreis im April zum Beispiel auf die Richtung sogar unterhalb von 0 Dollar, also quasi negativ sogar war im Kontrakthandel,
dass dann dementsprechend Norwegen kein Geld verdiente und auch dementsprechend große Sorgen da es gab und massiv eben der Dollar gesucht war und dementsprechend auch der Dollar alle anderen Währungen drückte, so auch die norwegische Krone, dementsprechend auch auf das Währungsverhältnis Euro-NOK negativ auswirkte. Das heißt also, der Euro ist gegen den norwegischen, gegen die norwegische Krone massiv nach oben gerannt. So schnell fiel es auch wieder in sich zusammen. Jetzt gucken wir die jüngere Geschichte, was hier halt eben passiert. Auch da möchten wir nochmal darauf hinweisen. Bitte schauen Sie sich parallel dazu auch den Gas- und Erdölpreis immer an und auch die Entwicklung. Und vor allen Dingen auch gerade, was August hier so beispielsweise so ablief. Wir haben ja hier August 22, wo sind wir denn hier? August 22 zum Beispiel, wo wir dann auch solche Dinge hatten wie extrem Gaspreise in Europa. Ja, da waren wir ja bei Dutch TTF Futures, da waren wir ja bei 350 Euro die Megawattstunde. Brutal. Jeder in Europa hat gestöhnt, die Welt geht unter und die jeweiligen Kosten, Produzentenkosten und Wirtschaft und so weiter, das geht alles abwärts. Und für Norwegen war das in der kurzen Zeit natürlich willkommen, weil zu diesen Preisen strömten da die Milliarden und Abermilliarden nur so in die Türen und Tore rein. Und die norwegische Zentralbank ist der Asset Manager des Ölfonds, also des größten Staatsfonds der Welt. Und die haben dann einfach letzten Endes auch diversifiziert. Die haben ihre norwegische Krone verkauft, die sie zu stark war, und haben einfach andere Devisen gekauft. Dollar, britische Pfund, Schweizer Franken, Euro, was man eben so alles für kaufenswert hält. Und dann dementsprechend in diesen Zeiten, wo auch dann parallel dazu der Preis für Gas immer weiter gefallen ist, sind aber auch parallel dazu die norwegischen Kronen weniger wert im Außenverhältnis zu anderen gewesen, so auch zum Euro. Und auch das ist wieder eine self-fulfilling prophecy, mögen Sie jetzt sagen, aber immer wieder das Gleiche, dass man in die Richtung zumindest von diesem 61,8er-Retracement reinläuft. Und das hat der Euro-NOK hier jetzt auch schon wieder getan und ist danach zwar hier noch zur Oberseite überschossen, aber nach unten wieder zurückgelaufen. Aufgrund von Zinsentwicklungen bei Euro und bei der norwegischen Krone und aufgrund auch einer Normalisierung des Rohstoffhandels bei Rohöl und Gas aktuell kann man schon davon ausgehen, dass sollte hier der Markt halbwegs, also der Aktienmarkt auch sich halbwegs in diesen Bereichen noch halten, dass die norwegische Krone zumindest auch Chancen hat, wieder in Richtung unter 11, in Richtung 10,60, 10,50 zu laufen. Das heißt also, diese grobe Trading-Box, die als zweite Variante auch eingezeichnet war in der Analyse, wäre dann letzten Endes die zweite Kennziffer, wo wir hinläuft, erst nach oben schon getestet. Diese grüne Box ist abgelaufen worden und diese Korrektur bzw. der Rücklauf, also sprich eine Erstarkung der norwegischen Krone, würde dann Rücklaufpotenzial bis auf 10,50, 10,30 haben. Das Ganze kann man parallel unterlegen mit FX Forwards, Optionsmarkt für den Devisenbereich und natürlich auch mit dem einen oder anderen institutionellen Research, die das auch nochmal durchkauen und auch nochmal zusätzlich einservieren. Also alles in Kombination klingt es zumindest nachvollziehbar, dass das möglich ist. Keine hundertprozentige Garantie wie überall im Business, aber zumindest klingt es sehr rational, dass das so ablaufen könnte. Das zur norwegischen Krone. Und jetzt kommen wir noch zu einem spannenden Punkt. Und das ist hier die Mutter der Carry Trades schlechthin. Und zwar US-Dollar gegen den japanischen Yen. Das wollen wir uns auch nochmal auseinanderklabüseln, warum das jetzt aktuell auch vor allen Dingen so gefallen ist und was vor allen Dingen hier noch passieren könnte, wo man wirklich die Augen und auch alles Mögliche verdrehen mag, wenn man jetzt hört, dass der japanische Yen die Möglichkeit hat, weiter stärker zu werden. Wie zum Geier kann das passieren? Zucker sehe ich hier gerade, dann gucke ich auch gleich mal drauf. Noch zum US-Dollar japanischen Yen. Warum könnte der erstarken? Man hat das vielleicht noch nicht so ganz auf der Uhr gerade, aber mit einem ja, Schuldendebakel in den USA in Kombination mit einer möglicherweise doch herbeikommenden Zinssenkung, wenn die Inflation in den USA ein Stück weit verarbeitet wurde. Da wird man ja momentan von den Zinsprojektionen zumindest darauf hingestoßen, dass die Zinsen in den USA ab dem nächsten Jahr oder zum Ende dieses Jahres bereits schon sinken würden.
Man möge sich tatsächlich fragen, ob das so passiert, ob die USA dazu in der Lage sind. Fraglich ist, ob sie es vielleicht nicht anders können. Weil Zinszahlungen, die hohen Zinsen haben natürlich auch negative Auswirkungen auf den Schuldendienst und so weiter. Also es ist alles ein Riesenkrux. Wenn man sich dann vorstellt, dass die US-Notenbank dann tatsächlich dieses vollführt und Zinsen Ende des Jahres oder im Frühjahr nächsten Jahres senkt, und sei das auch nur um 50 bis 100 Basispunkte, dann hat das auch eine Auswirkung auf jeweilige Währungspaare und die rekalibrieren sich. Das machen die nicht erst dann, wenn die das gesenkt haben und in den nächsten Monaten erst, sondern die fangen dann schrittweise an, weil hier geht es schließlich um dreistellige Milliardenbeträge, die da Woche für Woche dann weiter in eine Richtung umgeschichtet werden müssen bei wirklich großen Anlagegesellschaften, Pensionsfonds und so weiter. Wir sind ja hier in einem Markt unterwegs, der täglich da weit über 6 Billionen an Turnover hat. Billionen nochmals hingewiesen. Und da ist US-Dollar, japanischer Yen, einer der größten Bausteine, der zweitgrößte, um genau zu sein. Warum 120, warum nicht 131 hier, wo wir schon waren? Einfach aus dem Grund, wenn man sich das hier auch nochmal anschaut, die letzte Verlaufsgeschichte hier vom Fibonacci-Retracement war die 127. Dann gab es das Verlaufshoch hier in Richtung 137. Und wenn man sich dann anschaut, woher man dann beispielsweise auch ableitet, dass wir Richtung 120 fallen könnten, einfach aus dem Grund, weil wir hier in dem Bereich eine 161,8 eine Projektion zur Südseite haben. Das wäre auch noch zusätzlich technisch unterlegbar. Und der Optionsmarkt gibt zumindest Wahrscheinlichkeiten an, dass wir in diese Richtung laufen könnten. Befeuert wird das Ganze tatsächlich von einer Bank of Japan, die als einzige immer noch nichts großartig getan hat. Und wenn Sie auf die Bank of Japan-Seite gehen, dann sehen Sie die weiterhin negativen Zinsen und die Projektion beispielsweise in Bereichen, dass wir in den nächsten Monaten tatsächlich vielleicht einen Shift sehen, sprich eine Denkumkehr bei den Herrschaften der Bank of Japan. Der Herr Kuroda, der ist ja nicht mehr da, der die ganze Zeit diese expansive Politik betrieben hat. Und jetzt könnte man darüber nachdenken, Zinsen schrittweise anzuheben, wenn auch nur minimal. Für die Japaner ist eine Zinsanhebung von 0 in Richtung 0,1 und von 0,1 in Richtung 0,2 natürlich schon eine ganz andere Hausnummer. Und da spüren wir natürlich dann auch beim Währungsverhältnis US-Dollar, japanischer Yen ganz schnell was, wenn sich das in Richtung 0,2, 0,3 bis zum Jahresende entwickelt. Das ist zumindest aktuell im Bereich des Möglichen. Das würde dementsprechend dazu beitragen, dass der japanische Yen zusätzliches Erstarkungspotenzial hat. Und das hat er zusätzlich auch, wenn der Markt nach unten fällt, wenn der Aktienmarkt nach unten fällt. Weil dann werden die japanischen Yen aus dem Ausland zurück ins Land geführt, sogenannte Repatriierung. Und durch diese Repatriierung wird der japanische Yen stärker. So, Weizen, das machen wir jetzt alles weg. Und es ging um Sugar. Gucken wir das auch nochmal uns an. Sugar July. Ein Herr hat hier nach Zucker gefragt, deswegen machen wir jetzt einfach auch mal Zucker, weil wir können das ja auch mal gerne mal ein bisschen interaktiv gestalten. Das ist ja auch Sinn und Zweck der Geschichte, dass wir nicht nur monoton hier rumagieren, sondern vielleicht auch ein paar Fragen reinkommen. So, da gucken wir hier mal, wo das Ganze herkommt. Gehen wir ruhig mal ein bisschen weiter noch zurück, wo wir hier gerade überhaupt so charttechnisch so sind und ziehen mal so ganz schnell, mehr schlecht als recht, mal zumindest mal, um so ein bisschen zu messen, mal eine FIB-Analyse drüber, wo wir hier aktuell so rumeiern bei diesem Kurs. Ich habe Zucker null auf dem Schirm, macht damit auch nichts, aber zumindest kann man sich das ja mal anschauen. So, da sind wir hier im Bereich 24, da sind wir schon deutlich drüber gerutscht. Nächstes wäre hier Projektion 1, 2, 3, 6 FIB. Und da bewegen wir uns zumindest schon mal drauf zu. Interessant sind immer die 1, 6, 1, 8er. Wäre hier in dem Fall natürlich schon ein Haufen Holz zur Nordseite Richtung 33. Und wir sind ja hier schon mal zwischenzeitlich überkauft gewesen. So, auch nochmal der Hinweis darauf, auch für Zucker gilt das genauso wie für andere Rohstoffe. Wenn hier der US-Dollar jetzt in den nächsten Tagen und auch ein, zwei Wochen aufgrund dieser Schuldendebakelsgeschichte tatsächlich nochmal wieder an Stärke zulegt, dann zerbröselt es diesen Trade hier und dann geht es südwärts. Also dann gibt es hier schon auch die Möglichkeit, dass das auch wieder fällt.
Zucker habe ich meines Erachtens aber auch sogar, genau, sogar hier mit drauf gehabt einmal. Können wir uns auch nochmal angucken. Praktischerweise war Zucker damit runtergezogen worden von mir. So, das ist an der IC Futures US. Das ist die führende Terminbörse hier für Zucker Nummer 11. Und da sehen wir auf der Spekulantenseite ein doch auch sehr starkes Ausreizen. 346.000 478 Kontrakte auf der Long-Seite, während nur 69.868 auf der Short-Seite sind. Und die kommerziellen, die sichern sich schon sehr stark gegen fallende Kurse ab. Relativ doch stark, fast doppelt so hoch wie auf der Long-Seite. Also, das ist eigentlich schon eine interessante Konstellation auch. Danke dafür und für diesen Hinweis. Hier ist zumindest auch mal darüber nachzudenken, ob man nicht hier vielleicht tatsächlich mal auch im Näheren hier prüft, wo hier beispielsweise eine Short-Position lanciert werden kann und wo diese auch beispielsweise hinläuft. Ich tendiere ja aufgrund dieser Tagesanalyse zumindest, dass man hier auch eine Rückläufermöglichkeit in Richtung dieser EMAs hat. Man könnte auch noch hier eine horizontale Linie mit einziehen, um auf die letzten Verlaufshochs hier vielleicht anzuspielen. Beispielsweise einen Rückläufer, den wir hier im Bereich bis zu 22 dann sehen, wo wir in guter Gesellschaft zumindest, naja, doch nicht, noch ein bisschen weiter sogar 2056. Aber wir sind hier auch im Bereich hier nochmal bei alten Hochs hier in dem Bereich. Also zumindest wäre es auch noch interessant, dass man mindestens mal hier einen Rückläufer auf diese 24 sieht. Das wäre vielleicht auch nochmal von Interesse. Also das nur. Natürlich hier keine Gewähr und hier kein Hokuspokus und irgendeine Glaskugel, die ich hier hervorhole, sondern einfach nur die pure Analyse aufgrund dieser Daten und in Kombination mit diesem eben gezeigten COT-Pamphlet. Zucker, US-Dollar, japanischer Yen, komme ich nicht so zurecht. Ja, aufgrund der Konstellation jetzt oder wie ich es jetzt gerade erklärt habe oder in Bezug, dass Ihnen das Währungspaar einfach nicht schmeckt, nur mal so als Rückfrage. So, in welcher Zeiteinheit planen Sie das Entry? In welcher managen Sie den Trade bzw. stoppen Sie die Position? Danke. Ja, ich bewege mich hier in den Tagesschart bei diesen Analysen, die ich Ihnen jetzt hier zeige. Ich gehe auch nicht weiter tiefer als die 4 Stunden, also die 4 Stunden Kerzen, also 4 Stunden Einheit. Und um das nochmal explizit auf diese COT-Daten jetzt auch zu verweisen, nochmals hingewiesen, ein COT-Bericht, sei es jetzt der eben gerade noch gezeigte Zucker oder von mir aus auch, machen wir den mal zu, Orangensaft oder beispielsweise noch, habe ich noch einen anderen offen? Nein, ich mache nochmal einen anderen auf im Bereich des Devisenbereichs. Eine Sekunde, ich hatte auch den japanischen Yen. Das guckt man sich alles tatsächlich eher im Größeren an. Im Stundenchart wäre das schon zu wenig. Das heißt also 4 oder Tageschart auf jeden Fall. Etwas, wo man einen längeren Trend schon erkennen kann, einen guten Trend erkennen kann. Und vor allen Dingen auch aus dem Grund, weil diese ganzen COT-Daten, das ist ja kein Timing-Tool. Ja, Sie müssen sich halt vorstellen, nochmals darauf hingewiesen, dieser COT-Bericht wird freitags um 21:30 Uhr publiziert. Und der ist dann schon 3 Tage alt, weil das sind die Daten von Dienstag. Ja, wenn Sie jetzt sehen, die letzten COT-Daten, die wurden am 12. Mai, wurden die publiziert. Und die stammen vom Dienstag, sprich also vom 9. steht der hier auch. So, das heißt also, jetzt werden die nächsten Daten am 21. Mai publiziert und die stammen dann vom 18. Ja, das heißt also, diese Daten sind immer 3 Tage alt, also Dienstag mit, ja, 3 Tage alt. Und das bedeutet allein schon deshalb kann das kein Timing-Tool sein, das soll es auch gar nicht. Es soll einem letzten Endes nur ein Bild geben, eine Bestandsaufnahme geben, wo die großen Spekulanten und auch die Hedger sich im Markt gerade befinden, in welche Marktrichtungen die sich bewegen, welche Levels die Produzenten hedgen, in welchem Ausmaß sie das tun, wie viel ausstehende Positionen, also Open Interest, es dort gibt und ob das Interesse eher abnimmt generell in dem Rohstoff, in dem jeweiligen Kontrakt oder eher zunimmt. Das sieht man ja an dem Volumen des Open Interest, wenn es steigt oder fällt.
Und da kann man eben letzten Endes seine Schlüsse daraus ziehen und ein bisschen zumindest auch dazu beitragen, dass man nicht komplett mega in die falsche Marktrichtung rennt und sich gegen gewaltige Marktpositionen stellt, wo es eigentlich gar keinen Sinn macht. Das soll eigentlich nur diese Info sein, die man da ein bisschen rauszieht. Dem Währungspaar, okay, alles klar. Hallo, ich bin leider etwas zu spät dazugekommen. Wo genau finde ich diese COT-Daten? Na, jetzt habe ich schon einen Sprachhänger. COT-Daten. Also die COT-Daten, Commitment of Trades Report, kann ich gerne auch nochmal wiederholen. Habe ich auch eigentlich nochmal vorgehabt, das explizit auch nochmal einzugeben, damit man das auch findet. Und zwar mache ich einfach mal eine neue auf. Entweder geben Sie CFTC ein. Oder gehen mal letzten Endes sofort oben in CFTC.gov, also Gov für Government, nochmals darauf hingewiesen, das ist eine US-Regierungsseite, sprich eine Behörde, eine Aufsicht, Terminmarktaufsicht. Das ist hier nicht etwas, wo man draufklickt und irgendwo versteckt plötzlich irgendwelche Sachen bezahlen muss, sondern das ist eine ganz normale Regierungsseite. Und was ist hier, als würden Sie die Seite der BaFin öffnen, ja? Oder der SEC oder was auch immer. Und da klicken Sie halt hier auf Commitment of Traders Report und finden da dementsprechend dann auch diese jeweiligen Daten, die Sie suchen möchten. Entweder untergliedert nach den jeweiligen Bereichen oder nochmal explizit, was sinnvoll ist, wenn man weiß, was man handelt, weiß man ja auch, wo das hauptsächlich gehandelt wird, nach den jeweiligen Terminbörsen. Ja, und wenn Sie jetzt beispielsweise Chicago Board of Trade klicken, ja, dann finden Sie Weizen und so weiter, ja, Mais, Korn und Dinge. Ich gehe auch mal weiter runter, Soja. Dann finden Sie auch den Bond-Sektor, sprich den, den Anleihebereich. Dann Reis zum Beispiel. Wenn wir jetzt auf die Chicago Mercantile Exchange nochmal klicken, auch da nochmal explizit darauf hingewiesen, was es alles überhaupt gibt, wie Palmöl, Butter, Käse, Milch, alles Mögliche, was natürlich gehandelt wird. Sie finden sogar Wetterkontrakte. Wenn Sie wollen, können Sie über die jeweiligen Futures Wetterkontrakte handeln auf den Wetter, auf Wetter Florida Süd. Und parallel das mit Orangensaftkonzentrat macht das natürlich Sinn. Was sind alles Hedging-Methoden, sich gegen Ernteausfälle zu hedgen und so ein Zeugs. Also da finden Sie alles. Es gibt nichts, was es nicht gibt, und es gibt eigentlich auch nur das, was irgendwo nachgefragt wird. Das heißt also, der Finanzmarkt, der fabriziert da nicht irgendwelche komischen Kontrakte. Hier haben wir zum Beispiel Bauholz, sondern der bietet Kontrakte an. Die jeweiligen Banken, die jeweiligen, die das konzipieren, bieten das nur an, weil es von irgendwelchen Händlern oder irgendwelchen Produzenten nachgefragt wurde. Weil, warum soll ich was produzieren, was nicht nachgefragt wird? So, dann gehen wir nochmal hier weiter runter und da werden Sie auch sehen, Canadian Dollar, Swiss Franc, Mexican Peso, British Pound, Japanese Yen. Also das ist alles über Chicago Mercantile Exchange, also über CME Group, CME, EuroFX und so weiter, brasilianischer Real, Neuseeland Dollar, South African Rand, Euro-Dollars und siehe da, sogar der Bitcoin. Ist auch ganz interessant vielleicht. Hier jetzt über die Plattform kann man den Bitcoin ja nicht handeln, über den Active Trader. Aber wenn man da Interesse dran hat, dann kann man sich das genauso auch nochmal anschauen, was da momentan zumindest auch für ein krasses Missverhältnis ist. Zumindest hier, was hier die Spekulanten angeht, die hier auf der Long-Seite 10.027 Kontrakte auf der Long-Seite sind, 9.600 auf der Short-Seite. Das nicht so, aber bei den Commercials dann doch ein sehr krasses Missverhältnis. Von Long 233 zu 1364 auf Short ist schon ganz interessant. Viele sagen ja auch, sollte jetzt beispielsweise tatsächlich das passieren, dass der US-Dollar in den nächsten Tagen und Wochen nochmal zu einer Stärke findet, kurzfristig einbricht, Markt einbricht, würde das bedeuten, dass der Dollar stärker wird und Gold schwächelt und andere Rohstoffe schwächeln und in dem Fall würde dann auch Bitcoin schwächeln, komischerweise. Also rein von der Logik her. Bitcoin selbst ist als Rohstoff eingegliedert in den Bereich hier, als Rohstoffkontrakt. Und wir finden übrigens auch nicht nur den Bitcoin, interessanterweise. Ich habe jetzt keinen anderen gefunden. Mögen Sie mir das gerne servieren, wenn dem nicht so ist. Ich möchte nichts Falsches sagen. Ich bin kein Experte im Kryptobereich. Aber ich bin der Ansicht, es gibt außer Bitcoin im Futures-Bereich nichts anderes noch außer
Ether, also Ethereum. Ich meine, da ist, da sehen Sie, da ist es sogar. Ether, Cash. Und Micro Ether, Chicago Mercantile Exchange. Also auch Ethereum ist hier auch über Kontrakthandel, über Futures dort handelbar. So, ich habe vor, nicht zu überziehen. 19 Uhr, man kann den Markt nicht komplett in einer Stunde von vorne bis hinten alles mitmachen. Also wir haben ein paar Punkte vielleicht angebracht, dargestellt hier, angesprochen. Jeder hat das Recht, sich zu irren. Ich möchte nochmals auf 1, 2, 3 Sachen verweisen, die vielleicht auch noch zusätzlich da ganz interessant sind. Die möchte ich wenigstens noch mit reinbringen. Und zwar, auch da gehe ich nochmal ganz kurz auf Google und gebe mal AAII ein. Das habe ich jetzt hier keinen Sprachfehler oder sonst was, sondern das ist das Sentiment Survey von der American Association of Individual Investors. Vielleicht ganz interessant, mal zu sehen. Da sind wir nämlich momentan schon in einem nicht ganz uninteressanten bärischen Bereich. Zumindest gehen wir da in die Richtung, dass wir langsam bärischer werden. Dann sehen Sie das bitte in Kombination auch mit den aktuellen publizierten Bank of America Survey von den Institutional Investors, die noch nie so viel Seitenmoney noch haben und sehr bärisch gestimmt sind. Dann parallel dazu noch die CNN, ne? Fear and Greed. Das ist auch ein Sentiment nochmal, was vielleicht ein bisschen nochmal dazu visualisiert hier darstellt, wo wir da gerade sind, zumindest Bereich, im Bereich des Greed, ne, warum auch immer es nicht gehandelt hat. Ah, da ist es. Also langsam bewegen wir uns da in die Gier. Also das war schon mal wesentlich hier in Richtung schon hier unten, wo wir eine Indikation haben. Das heißt also, Sie sehen hier aktuell totales Wirrwarr. Fear and Greed Index sagt Gier. In Richtung, dass wir übersteuern in diesem Bereich. Das würde eher dagegen sprechen, weiter long zu gehen. American Association of Individual Investors, was ich eben zeigte, sagt eher zu stark in die Richtung bearish. Sprich, das würde eher dafür sprechen, dass wir auf die Nordseite gehen. Also völlig widersprüchlich. Dann haben wir auf der anderen Seite den US-Dollar, der momentan drücken könnte durch das Sonderevent mit der Schuldendecke-Debatte. Und dementsprechend alles zerschießen würde. Das heißt also, ein Marktevent oder ganz normales Weiterlaufen. Wir leben in einer ganz, ganz spannenden Zeit. Damit will ich es bewenden lassen und wünsche Ihnen allen zusammen einen wunderschönen Abend und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.